Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oriental Empires mit unseren wundervollen Tieren bei. Da sind wir wieder in unserem tollen Reich, das momentan ja massiv ausgebaut wird mit Feldern, damit unsere Städte endlich mal wieder anständig wachsen. Und ich weiß gerade gar nicht, ob wir die Nachricht hier beim letzten Mal schon gelesen haben. Falls nicht, wir haben in Day eine Siedlungserwertung gemacht, wir haben eine Straße gebaut und jede Menge Bauernhöfe sind fertig geworden. Ja. Dann habe ich mir gerade überlegt, ob wir nicht vielleicht doch hier hinten, wo die ganzen Städte der Kuandrong abgerissen haben, nicht vielleicht doch selbst eine eigene Stadt hinbauen. So als Bindeglied hier so rum sozusagen. Gut, auch wenn die weißen Lieder dazwischen wären, egal. Das könnte man theoretisch machen. Hier wäre ein bisschen Kupfer, das wäre ganz okay. Pferde fürs Handeln, wobei das dann Konkurrenz wird zu Lohn, das wäre also weniger hilfreich. Oder natürlich, wir würden anfangen, gegen die weißen Tiere in den Krieg zu ziehen und deren Städte hier zu erobern. Ich meine, jetzt eine Stadt unserer Bevölkerung, das ist deutlich größer als alles, was wir haben. Obwohl Ling Shu mit 71 ja schon ganz ordentlich dabei ist. Sondern jedem, den Weißen Die angreift, gefällt mir bald noch besser. Die sind auch noch im Krieg mit den Kuandrong und den Donji. Sind also ziemlich beschäftigt. Den haben wir noch 11 Runden Frieden. Haben eine feindselige Haltung uns gegenüber, sind wohlhabend und deutlich schwächer. Ja, das spricht für mich doch alles irgendwie nach Krieg. Dann mal gucken, Ling Shu könnte hier unsere Bogenschützen auch. Was können? Nein. Aber wir können hier Bauern, Miliz und sowas uns auch rekrutieren. Weil jetzt praktisch auch Bauern sind. Okay. Na gut, wir haben dann ja auch nicht so viel Kohle am Start. Wo können wir eigentlich nochmal Artillerien zu bauen? Das wäre jetzt nochmal ganz gut zu wissen. Ja gut, hier unser Hauptrekrutierung sei ja hier. Könnte man einen Wirbelwind bauen. Wäre ich natürlich die bessere Artillerie natürlich auch gut. Ah ja, den kann man die genau. Die können wir in einer Runde bauen. Das ist doch sehr gut. Ja. Das klingt gut. Okay. Ja, also machen wir das. Und ich sehe gerade, wo ein Yang könnte vielleicht nochmal weiter Bauernhilfe bauen. Gehen wir gleich mal überall noch ein bisschen durch hier. Hier kann auch ein bisschen Wiping. Kein Platz mehr, kein Platz mehr. An den Schuhen der größte Stadt. Hat noch extremes Wachstumspotenzial. Luna hat keinen Platz. Der hier hat noch massiv Platz. Und dann sind wir wieder in Kuanyang, okay. Ja, dann würde ich sagen, dann lassen wir hier unsere sehr erfahrenen Briten und Schummelbogenschützen und so weiter ausruhen. Haben wir hier unten auch schon mit Shingis einen ziemlich guten General. Hier haben wir auch Obidai, unseren Fraktionsanführer, der darf auch mitkämpfen. Ja, wir werden sicherlich eine Armee brauchen, die hier Yuyang angreift und unsere Hauptarmee wird dann halt direkt auf die feindliche Hauptstadt Chongshan marschieren. Ja, gut. Das klingt nach einem soliden Plan. Dann gehen wir gleich mal in die nächste Runde. Und ja, wir haben den Kauernden Tiger erforscht. Der Kauernde Tiger ist eine stabile Wurfmaschine, mit dem Lehmwälle niedergerissen werden können. Zwei stabile, senkrechte und dreieckige Rahmen stützen den schwenkbaren Balken und eine Kreuzverstrebung verleiht der Maschine Stabilität. Der Wurfarm kann aus mehreren Bambusstangen hergestellt werden, damit er stark genug ist, um große Steine zu werfen. Sehr schön. Ich mache jetzt, glaube ich, einfach mal mit der Setzlingspflanzung weiter. Das erhöht nämlich die Nahrungsproduktion von Bauernhöfen. Oh, diese Krankheit, das betrifft uns nicht. In Zen gibt es ein Feuer. Das betrifft uns auch nicht. In Chuyang gibt es eine
Krankheit. Die trifft es auch nicht. Und wir haben die Tüpfe. Tüpfe ist auch gut. Die Tiefe. Goldmine natürlich. Ich meine natürlich die Tiefe. Kupfermine. Nicht Gold. Ja. Haben wir gebaut in Hulun. Dass hier weiterhin das Einkommen erhöht. Und der Bergbau fast schon wieder aufschließt zum externen Handel. Auch deutlich nochmal mehr Kupfer liefert. Das ist jetzt auch sehr schön. Ja, gut. Dann, kommen wir hier bei der Straße mit sich kommen. Yang und den Schuh endlich mal verbinden. Und dann können wir eigentlich auch direkt in die nächste Runde. Lass uns ja quasi nicht lange aufhalten. So. Und Day den Bazar gebaut. Ja, und jetzt ja auch einen externen Handel. 64. Ist das mal okay? Ist nicht überragend, aber okay. Haben da ja auch von dem berühmten Schrein gebaut. Müssen wir mal gucken, wie ich bei Ping. Externer Handel 341 war schon mal mehr. Das ist die große Frage. Ich glaube aber nicht. Aus dem Wachsen steht hier noch, also noch mehr Abnehmer gefunden. Dementsprechend ist es ganz okay. Ich glaube, hier wird auch noch eine Siedlung gründen. Ein bisschen das Kupfer mitnimmt und Pilu bei Ping weiter zum Handel. Auf jeden Fall ist noch wie für Day. Wäre ja, vielleicht auch eine Option. Und eigentlich, wo ich mal ins Auge fassen könnte, du bei Ping bei eben einfach mal nichts rekrutieren kann. Interessant. Nicht mal irgendwelche Siedler, okay. Ja, Siedler, da machen die tatsächlich nichts mehr in Kosten, auch von der Ausbildung nicht mehr. Das ist also der Vorteil von denen. Ja, normalerweise kostet Siedler ja 500. Ja, dann können wir uns immer im Westtor welche. Und wir können uns noch keine Militäreinheiten. Tatsächlich, wir können auch eine Siedlung gründen. Ja, gehen wir mal hier hin, würde ich sagen. Sieht's aus, ihr seid erholt. Wenn ihr sagen könnt, ihr alle eigentlich schon mal hier rüber. Braucht ihr auch einige Runden für. Da General da schon mal hin. Dann sollten wir vielleicht doch schon mal ein paar kommende Tiger rekrutieren. Mit ein paar meine ich genau zwei Stück. Das ist nämlich relativ teuer mit 1050 in der Ausbildung. Schickt mir den einen hier hin. Den anderen, das sind die eigentlich, sind das noch. Als Palisaden, ja. Dann schicken wir beide dahin. Denn die haben schon den Wall gebaut. Und hier werden dann eben Boombridge im Zweifel reichen. Gut. Auf in die nächste Runde. So, wir haben Tai Chi erforscht. Diese Kombination aus Bewegung, Atmung und Meditation kann sowohl Geist als auch Körper trainieren. Es wird Gesundheit, Gleichgewicht, Ruhe und Wahrnehmung gefördert. Die Bewegungen werden häufig langsam ausgeführt. Schnellere Bewegungen können als Kampfkunst angesehen werden. Ah ja. Gut, dann brauchen wir eine neue Technologie im Bereich Wissen. Tja. Dann machen wir mal weiter mit den 5 Elementen. Und dann, ja, gehen wir da nochmal wieder ein bisschen Kultur. Kann ich schaden. Krankheitsausbruch im Duan, das ist nicht so toll. Haben viel Bevölkerung verloren dadurch. Und hier wird endlich die Straße fertig gebaut. Das ist sehr schön. Was haben wir denn hier? Die weißen Die. Die ausgebildeten Schreifer und Leibwaffen mit einem verdammt guten General. Besser geht's nicht. Jetzt würde ich schon ahnen, dass da eventuell auf sie was zukommen könnte. Ja, wir können ihn ja eigentlich auch schon mal in Position bringen. Beziehungsweise können wir hier nichts rekrutieren, weil
Weil ich weiß selbst nicht, weil die haben eigentlich Kasernen, Bogenmacher und so weiter und so fort. Warum können wir nichts rekrutieren? So, vielleicht sollte man mal hochscrollen. Das ist natürlich eine Idee. Gut. Dann denke ich, wird eigentlich eine Bauernarmee vollkommen reichen. Wir uns mal Bauern durch Axtkämpfer gönnen. Gut, wir können nur eine Einheit Bauern uns gönnen. Ja gut, dann machen wir das hier mal leichte Stammesschwertkämpfer. Beziehungsweise die können wir eigentlich auch gleich mal am Westtor rekrutieren. Also ein paar Stammesschwertkämpfer. Hier die Bauern durch Axtkämpfer. Beziehungsweise leichte Stammes Bogenschützen. So, zack. So, jetzt kann ich so, lassen wir mal eine hier. Und der Rest geht dahin. Ja, gut. Also noch eine Runde? Nein. Auch alle dahin. Schuhe hat hier euch noch ein paar Stammesangehörige. Und von zwei immer in die Garnison rekrutieren und die zwei Außerkünftigen an mich schicken. Das ist tatsächlich auch eine Armee der Weißen Niesen oder mehrere Armee, guck meiner an. Leichte Stammesschwertkämpfer. Leichte Bauernschwertkämpfer, also auch alles nur Bauern-Einheiten, aber halt relativ viel. Gut, wir haben dafür schon recht erfahrene Einheiten am Start, so die Armee ist eigentlich schon bereit. Ihr natürlich noch nicht so unbedingt. Das will ich gar nicht. Den Schuh kann man nicht etwas Besseres reflektieren, aber in Grunyang im Zweifel noch. Ja, hier werden wir uns natürlich überlegen, auch noch zeitnah ein paar artige Berückner Bogenschützen zu rekrutieren. Beziehungsweise ausgebildet durch Axtkämpfer. Um mit noch mehr Qualität gegen die Masse der Weißen, die zu kämpfen. Wobei das Gute ist, dass sie auch erstmal Richtung Süden unterwegs sind. So, wie lange ist jetzt noch Frieden? 6 Runden. Okay. Über 2000 vom Kanto sollte vielleicht mal Siedlungen, die eine weiter müsste, vielleicht mal erweitern. Zum Beispiel unsere Hauptstadt, Xianbei. Das hatte sich durchaus mal verdient. Sehr schön. Dann sind nicht so alle da. Auch was, die Siedler sind auch was da. Werden dann aber sicherlich noch mal ein bisschen weiter die Richtung hier laufen. Hier können wir auch schon mal dahin gehen. Und auch geht's in die nächste Runde. So, und Xianbei wurde aufgewertet. Einige Bauernhöfe wurden fertiggestellt. Hier müssen wir uns vielleicht nochmal angucken, was für eine Formation wir hier eigentlich kämpfen. Drei Linien wären schon nicht schlecht. Das ist der General ganz hinten, dann machen wir euch ganz nah einfach hier mal nach vorne. Unseren Bogenschützen, sagen wir mal, die sollen das Stützungsfeuer machen. Der Rest kann eigentlich voll drauf gehen. Ist soweit in Ordnung, beziehungsweise General soll aber nur unterstützen. Und hier drüben haben wir schon 4 Einheiten. 5. Passen eigentlich nur noch 3 rein. Dann wird das mal hier 3 hier sein. Und der geht dahin.
Hab da noch Platz für ein paar Einheiten. Gib da mal einen Union. Rekrutieren. Eigentlich auch nur leichte Stammesbogenschützen, leichte Stammschwertkämpfer. Beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen Elite. Also mal Adlige berittene Bogenschützen rein. Und ausgebildete Durchholzkämpfer. Die können auch mal dahin gehen. Und dann würde ich sagen, was ist wieder für die heutige Folge. Mit etwas Glück, wenn wir schon den nächsten Part den Weißen hier den Krieg erklären. Und dann gibt es hier wieder ordentlich Action zu sehen. Darauf könnt ihr euch freuen. Bis dahin. Ciao, Leute.